Moin und herzlich dazu, hallo, also, ja, sicher, zu Where Am I? Ja, das könnte ich hier auch fragen, ich weiß nämlich überhaupt nicht, wo ich bin. Wurde mir von einem Abonnenten zugeschickt, der Link befindet sich auch in der Videobeschreibung, wenn ihr es auch mal spielen wollt. Keine Ahnung, was hier wieder abgeht, soll angeblich von den Slenderman-Machern sein. Aber dieser Slenderman verfolgt einen noch ewig und 3 Tage. Ja, anscheinend ist das hier immer nur ein Raum, der zu einem anderen Raum führt. Und sollte Slendy hier auftauchen, werde ich einen Herzanfall kriegen. Wenn er plötzlich so in der Ecke steht, weil Slendy hat die ganze dämliche Angewohnheit, hinter mir zu stehen. Den. In diesem Falle mal, Gott sei Dank, nicht. Oh, ich glaube aber, dass er teilweise in der Nähe ist, weil doch der Krisselfilter hier allmählich zunimmt. Und wer Slenderman kennt, der weiß, dass das nicht gut ist. Oder ist das Ziel, irgendwie zu ihm hinzugelangen? Okay, gibt's jetzt. Hä? Ich tue das. Hä? Er war doch vorher noch nicht da. Egal, gehen wir einfach mal weiter. Einfach weitergehen. Schubiduba, mir geht's gut. Der Kriselfilter nimmt zu, das gefällt mir ganz und gar nicht. Okay, hier ist mal wieder alles. Hä? Hä? Wir sind doch von da gekommen, was? Okay. Hier jetzt auch? Nee, wir könnten ja zurückgehen. Aber irgendwie will ich nicht zurückgehen. Okay, hier geht's geradeaus. Laufen können wir nicht. Flashlight haben wir auch nicht. Wieso habe ich so ein ganz, ganz blödes Gefühl, was das hier gerade angeht? Oh Mann. Gefällt mir nicht, gefällt mir ganz und gar nicht. Das ist nicht gut, das ist. Ich finde das nicht gerade berauschend. Mein lieber Abonnent, der mir diesen Link zugeschickt hat. Was tust du mir an? Wieso hasst du mich so sehr? Nein, Scherz. War natürlich nur ein Spaß jetzt von mir, aber. Was tust du mir an? Diese Krisselsicht, macht mich gerade ein bisschen. Okay. Hier ist anscheinend Dead End. Ach, gehen wir halt wieder zurück. Ah, ich hab's gesehen. Da ist eine Tür. Da ist verschwunden. Das ist hier. Das verrückte Labyrinth bin ich hier gelandet. Wieder Dead End. Oh, ich sehe fast gar nichts mehr. Naja, gut, ein bisschen was erkenne ich noch. Also. Ich weiß zumindest, wo ich lang muss. Einfach nur auf den Boden achten. Was ist das für ein komisches Geräusch im Hintergrund? Das hört sich an wie so ein Kinderspielzeug. Ich bin im verrückten Labyrinth gelandet. Obwohl, das war ein klasse Brettspiel damals. Oh, wer auch immer da im Hintergrund Klavier spielt. Lass es sein, du kannst es. Ich hab's gesehen, da hat sich was bewegt. Ich hab's gesehen. Oh, das geht ganz schön auf die Augen, dieser Krissel. Hä? War doch vorhin noch. Hallo? Ging es doch vorhin noch weiter? Ja, soll mich letzten Endes jetzt. Oh, das wird immer schlimmer. Boah, bei mir gehen gerade übelst die Nackenhaare hoch. Ich weiß gar nicht wieso. Ich spüre Gefahr auf mich zukommen. Oh, ich sehe fast gar nichts mehr. Das ist schrecklich, ist das. Oh, ist das ekelig. Was ist eigentlich das Ziel? Ach, hier geht's weiter. Aber echt, man kann sich nur an diesen Lampen orientieren. Oh, das wird immer schlimmer. Also ich weiß nicht, ob ihr noch was erkennt, aber ich erkenne nur noch die Lampen. Jetzt ist vorbei, jetzt sehe ich hier gar nichts mehr.
Ich erkenne echt, ich erkenne nichts mehr. Ich weiß auch nicht mehr wohin. Ah! Hi! Was für ein Ding bist warst du? Alter! Aha, ja, okay, das war schon mit Where am I? Wo bin ich? Ja, da möchte ich nicht hin. Ich hoffe, es hat euch unterhalten. Ich hoffe, ihr habt zum Schluss überhaupt noch was erkannt. Also, ich habe fast gar nichts mehr gesehen. Und dann kam halt das Böse Mauser. Kein schlechtes Spiel, du, für zwischenzeitlich mal. Wie gesagt, wenn ihr es selber mal spielen wollt, Link in der Videobeschreibung. Man kann es downloaden und man kann es auch online spielen. Müsst ihr wissen, was ihr von beiden machen wollt. Bis dahin, Leute, ich verabschiede mich. Danke nochmal an den Abonnenten für den Link. Bis dahin, haut rein und Tschüssikowski!